Lapalange liegt in der Nähe vom Mariental im Süden Namibias und am Rande der Kalahari. Elisabeth und ich haben die Lodge schon vor ein paar Jahren besucht. Die Bungalows sind um einen künstlichen See aufgereiht. Am frühen Morgen kann man hier tolle Bilder machen. Hauptgebäude genießt man ein ausgezeichnetes Abendessen und Frühstück. Beim Beziehen unserer Zimmer können wir Elandantilopen beim Trinken am See beobachten. Im kühlen Schatten warten wir auf den Beginn unserer Pirschfahrt. Mit zwei großen Allradfahrzeugen geht es nun in den Busch zur Tierbeobachtung. Wir treffen wieder auf die Elandantilopen, die wir schon vorher am See beobachten konnten. Auch die neuesten Attraktionen, Breitmaulnashörner, White Rhinos, kommen aus dem Busch und wollen anscheinend gefüttert werden. Das sind natürlich Fotomotive, die wir dankend annehmen.
Ein paar Borstenhörnchen tummeln sich im Gras. Die Gnus verkrümmeln sich hinter die Büsche. Der Aussichtsturm wird nicht nur von den Fotografen erklommen, auch Silja ist nach oben geklettert. Ob sie da auch wieder herunterkommt? Silja. Weiter geht die Fahrt durch den Busch. Die Sonne sinkt immer tiefer. Sundowner im Busch bildet den Abschluss unserer Pirschfahrt. Diesen Sonnenuntergang in den Kalahari-Dünen von La Palange habe ich vor ein paar Jahren gedreht. Auch heute noch faszinieren mich die tollen Wolkenformationen.